Ich möchte Ihnen zu einem ganz bestimmten Aspekt von Neugierde verhelfen. Das Erste, wenn Sie als Kind groß werden, als Baby, ist, dass Sie sich darum kümmern, welche Ausscheidungen Sie so haben. Ja? Und je nachdem, ob Ihre Eltern Ihnen erlaubt haben, mehr oder weniger im Töpfchen zu spielen und zu rühren, desto mehr sozusagen wird Ihre Neugierde natürlich geweckt dabei. Und die Neugierde lässt sich nicht lernen. Darum sind alle, die hier sind und neugierig sind, in der Tat Leute, die eine Eigenschaft haben, die man nicht lernen kann. Mir geht es jetzt darum, praktisch diese ganze Umweltdiskussion, Weltuntergang, 40 Jahre Club of Rome, in Qualität umzusetzen. Und da gibt es einen zentralen Punkt dabei und der hängt an Phosphor. Give P a chance. Jeden Tag geben Sie Größenordnung etwa 2 Gramm Phosphor ab und jeden Tag müssen Sie 2 Gramm Phosphor aufnehmen. Sonst können Sie keine Zähne haben, Sie können keine Energie speichern, Sie können keine Knochen haben. Wir könnten nur als Armand für Mollusken durch die Weltmeere gleiten, wenn wir in der Tat kein Phosphor aufnehmen und abgeben. Erstaunlicherweise ist es so, dass wir uns hier ja, mit etwas beschäftigen, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit wäre, aber gar nicht so ist. Denn alle reden über Energie, aber niemand redet über das Phosphorproblem. Das Phosphorproblem ist viel kritischer. Wir hängen von 2 Ländern ab, wir haben noch für 2 Jahre Phosphor. Und schon jetzt wird durch den Phosphorbergbau weltweit viel mehr Uran in die Umwelt gebracht, als in allen Atomanlagen verwendet wird. Allein in den letzten 20 Jahren sind 15.000 Tonnen Uran auf unseren Feldern in Deutschland verteilt worden. Und das nehmen wir alles auf, es macht Leukämie bei Kindern. Und wir denken, wir würden die Umwelt schützen, wenn wir ein bisschen weniger schädlich sind. Also zum Beispiel, schützt die Umwelt, fahr weniger Auto, schützt die Umwelt, mach weniger Müll, schützt die Umwelt, verbrauche weniger Energie. Das ist aber kein Schutz. Das ist so, wenn ich sagen würde, schützt dein Kind, schlag es nur 3-mal anstatt 5-mal. Das ist nur ein bisschen weniger Zerstörung. Wenn wir so von der Wiege bis zur Bahre denken, dann wird unsere ganze Erde früher oder später ein Friedhof. Darum eben von der Wiege zu Wiege zu denken. Und das Wichtigste dabei ist, uns den Boden anzuschauen als allererstes. Im Boden ist über 60% des Kohlenstoffs gespeichert. Im Moment bauen wir Mais an und verlieren zwischen 11 und 30 Tonnen pro Hektar oder auf den Quadratmeter auch umzurechnen. Das heißt, wir verlieren den Boden etwa 5000 Mal mehr, als neu gebildet wird. Wir können uns natürlich erstmal das Müllproblem angucken. Und alles ist ja Verpackung oder Inhalt. In Offenbach zum Beispiel sind am Hausmüll 20% der Müllmenge inzwischen Windeln. Und weil wir älter werden, davon werden die Windeln größer. Sie sind sozusagen alle in der Vorwindelphase. Ja. Ein Baby braucht etwa 6500 Windeln. Wir können das natürlich um 10% reduzieren, aber was macht das? Das wird in China in einer Sekunde ausgeglichen. Das ist völlig belanglos. Die Frage ist also, wie gehen wir mit diesen Windeln um? Hier der Beweis übrigens dazu, dass Männer keine Schweine sind, will ich Ihnen sagen. Weil der Phosphor wird bei den Schweinen ja, über die festen Bestandteile, Exkremente abgegeben. Bei den Menschen über den Urin. Ja. Damit können also Männer keine Schweine sein, weil das ist damit ja belegt, oder? Traditionell denken wir in der Umweltdiskussion, wir sind zu viele auf der Welt. Und wenn man den Menschen es abspricht zu existieren, wenn man sagt, das wäre besser, du wärst gar nicht da, dann werden sie raffgierig und feindselig. Und so sagt jemand wie Al Gore, einer unserer großen Helden, es gibt nichts Wichtigeres, als die menschliche Bevölkerung zu stabilisieren. In Israel sagt man, wenn du ein Menschenleben rettest, rettest du die Erde. Hier sagt das, je mehr du umbringst, desto besser. Ja. Die erste Frage ist, sind wir wirklich zu viele? Wenn man sich die Ameisen anschaut, das Gewicht der Ameisen auf der Erde, dann wiegen die Ameisen etwa 4-mal mehr als wir Menschen. Ich könnte mir auch Termiten hernehmen, aber in den USA mag niemand Termiten insoweit gesehen, obwohl sie Vegetarier sind. Das heißt, die Ameisen wiegen viel mehr als wir. Und weil sie körperlich viel härter arbeiten als wir, und weil sie nur 3 bis 6 Monate leben, entsprechen sie in ihrem Gewicht, im Energieverbrauch etwa 30 Milliarden Menschen. Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind zu blöde. Ja. Und
wo Sie sehen, wie weit wir davon weg sind, was wir wirklich erreichen wollten und könnten und wie traurig wir sind, dass wir überhaupt auf der Erde sind, können Sie daran sehen, dass zum Beispiel Offenbach ein Programm hat, bis 2040 möchte man hier klimaneutral sein. Ja? Sie können nur klimaneutral sein, wenn Sie nicht existieren. Ja? Die einzige Chance. Haben Sie schon einmal einen klimaneutralen Baum gesehen? Ja, einen einzigen? Das heißt, unsere ganze Intelligenz bedeutet, dass wir dümmer als Bäume sein wollen. Ja? Ja? Kein Baum ist kohlenstoffneutral, zum Glück nicht. Ja? Es gibt kein Überbevölkerungsproblem an Bäumen. Es gibt allein im Amazonasgebiet immer noch 600 Milliarden Bäume davon. Haben Sie schon mal was vom Überbevölkerungsproblem von Bäumen gehört? Das heißt, alle unsere Intelligenz bedeutet, dass wir dümmer als Bäume sein wollen. Und wo Sie sehen, selbst bei etwas wie Demeter, die strikteste Bio-Landwirtschaft, erlaubt nicht, dass unsere eigenen Stoffwechselprodukte zurückgehen. Jedes Jahr verlieren wir so 3 Millionen Tonnen Phosphor, die wirklich in Kreisläufe zurückgehen müssten. Und damit sind wir zu viele, allein darüber. Das heißt, wir fühlen uns so schuldig auf der Erde, dass wir sagen, es gibt keinen Biolandbau, kein Bioland, kein Nature Progrès und wie sie alle heißen, die erlauben, dass unsere eigenen Exkremente zurückgehen. Ist das nicht traurig? Damit sind wir zu viele. Es ist sicher sinnvoll, weniger schädlich zu sein, was Ölverbrauch angeht, aber wo sind wir nützlich? Wir versuchen, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren, aber es geht auch darum, einen großen Fußabdruck zu haben, der nützlich ist. Wir wollen gut für die Gesellschaft sein, wir wollen gut für die Wirtschaft sein, aber wenn es um die Umwelt geht, ist das Höchste nicht da zu sein. Ja? Null Emissionen. Ja? Sie können nur null Emissionen haben, wenn sie nicht da sind. Selbst wenn sie sich jetzt erschießen würden, hätten sie Emissionen. Also sie können es gar nicht lösen. Wir können es anders, wir können unsere Nährstoffe zurückgewinnen. Wir machen in Brasilien Landwirtschaft, wo wir die Nährstoffe zurückgewinnen. Ganz direkt können wir auf diese Art und Weise Nährstoffe in Landwirtschaft zurückkriegen. Wir machen das in China zum Beispiel, wo wir direkt die Abfälle davon nehmen. In China heißt ein Nachttopf heute noch Honigtöpfchen sozusagen. Ja? Und in unserer westlichen Welt waren wir immer zu dumm, unsere Nährstoffe zurückzubringen. Das heißt, die ganze westliche Zivilisationsgeschichte zeichnet sich dadurch aus, dass die Stadt immer nur genommen hat, aber den Bauern nie etwas zurückgegeben hat. Dadurch mussten die Städte immer mehr wachsen, weil die Bauern in die Städte gingen und die Städte müssten immer weiter weg ihre Nährstoffe holen. Darum alle westlichen Reiche sind immer expandiert, bis sie die Infrastruktur nicht mehr geschafft haben und dann sind sie implodiert. Ja. In China war es anders. Man hat bruchlos Zivilisationen über 5000 Jahre geschafft, weil man immer in der Lage war, die Nährstoffe zurückzubringen. Selbst heute noch, wenn sie zum Essen eingeladen sind in China, erwartet man nach dem Essen, dass sie so lange bleiben, bis sie die Toilette aufsuchen. Weil es ist unfreundlich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Man hat sie zum Essen eingeladen, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Das heißt, Sie können im Internet sehen, wie man die Nährstoffe zurückgewinnen kann. Das eigentlich Schöne dabei ist, wenn man das tut, also Landwirtschaft macht, Biogas erzeugt auf einem Hektar Land mit 5000 Einwohnern in Favelas, kann damit ein Bauer etwa 1500 Dollar erwirtschaften und die Anlage damit warten, Hühner und Schweine züchten und Enten und Gemüse und Fische. Und das Tolle dabei ist, dass die Verbrechensrate in den Favelas um über 90% zurückgeht. Wir müssen also nicht die Leute kontrollieren, möglichst wenig schlecht zu sein. Wir können sie unterstützen, gut zu sein. Das ist natürlich Hightech-Landwirtschaft, aber die Anlagen tragen sich selber. Das Nebenprodukt ist sauberes Wasser. Und sie sind so gestaltet durch das Design, dass ein Bauer sie einfach bewirtschaften kann. Das heißt, damit gehen die Verbrechensraten zurück und keine von diesen Anlagen, wir haben jetzt über 150 gebaut in den letzten 20 Jahren, keine von diesen Anlagen wurde jemals sabotiert. Sie könnten so leicht einfach ein Liter Altöl reinwerfen und dann würde die Anlage über Jahre ruiniert sein, findet nicht statt. Das heißt, wir müssen nicht die Menschen kontrollieren, möglichst wenig schlecht zu sein, wir können sie unterstützen, gut zu sein. Das heißt, wir müssen Phosphor zurückkriegen. Und übrigens, wenn Sie was tun wollen, dann schreiben Sie sich auf. In Deutschland am besten geeignet von allen Kläranlagen ist die in Frankfurt. Leider die nicht in Offenbach, aber vielleicht können Sie den Frankfurtern ja mal ein bisschen helfen dabei. Denn die Frankfurter Anlage könnte am besten den Phosphor zurückgewinnen. Und der muss zurück. Wir sehen das dazu, dass Phosphor wirklich kritisch ist. Und wir sehen, dass es durchaus gelingt. Wir haben in Holland uns jetzt über 3 Jahre eingesetzt. Die holländische Regierung hat erklärt, sie werden das erste Land weltweit sein, was Phosphor zurückgewinnt. Aber wir brauchen das insgesamt. Verstehen Sie, es gibt 2 Länder, die kontrollieren fast 70% der Phosphorvorkommen weltweit. Da ist die OPEC, ein Haufen von weißen Knaben. Das sind 26 Länder, die 40% der Ölvorräte kontrollieren.
Und das Öl werden wir ersetzen können durch andere Energieträger, aber den Phosphor wird man nicht ersetzen können. Darum geht es nicht darum, das Bestehende ein bisschen weniger schlecht zu machen, sondern es geht darum, etwas richtig zu machen und es vor allem zuerst mal zu fragen, was das Richtige ist. Das heißt, es geht um Effektivität, nicht um Effizienz. In Holland versteht man das natürlich leichter, weil in Holland ist das Land auf Blumen aufgebaut. Ja, stellen Sie sich vor, wenn zum Beispiel Ihre Frau traurig ist und Sie geärgert haben und Sie kommen mit 50 Rosen, völlig ineffizient. Aber ganz und gar effektiv. Ja. Oder nehmen Sie einen Lippenstift. Eine Frau in Deutschland isst etwa 6,3 Kilogramm Lippenstift während ihres Lebens dabei. Das ist wissenschaftlich nicht genau korrekt, weil wir nicht wissen, wie viel weggeküsst wird dabei. Ja. Aber ein Lippenstift, selbst in dieser Beleuchtung, kann ich Ihnen sagen, ist völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Ja. Alles, was im Leben schön ist, ist nicht effizient. Darum eben nicht Ressourceneffizienz, sondern Effektivität. Zu fragen, was ist das Richtige? Nicht den Klärschlamm noch ein bisschen besser zu verbrennen und ihn damit abzulagern und eine Verbrennungsanlage, die ganzen Materialien für Kreisläufe zu verlieren, sondern zuerst mal zu fragen, wie schließt man Kreisläufe? Stellen Sie sich Mozart effizient vor. Ja? Wenn ich Sie zum Abendessen einlade und sage, es gibt eine Tablette mit Offenbach-Geschmack und ein Glas Wasser dazu, wunderbar. Ja? Das ist effizient. Ja? Alles, was im Leben schön ist, ist nicht effizient. Wenn Sie sich in jemanden verlieben, effizient. Ja? Das heißt, alles, was im Leben zählt, geht es nicht darum, zu sparen, zu vermeiden, zu reduzieren, die ganze Umweltdiskussion. Wir sagen den Leuten, ach ja, ihr habt ja kein Umweltbewusstsein im Süden. Nein, das Wegwerfen ist genau das Richtige. Ja? An jeder Stelle, wo man wegwirft davon, ja, schafft man wieder Lebensmöglichkeiten, aber die falschen Dinge. Wenn man die falschen Dinge wegwirft, hat man ein Müllproblem. Wir denken von Norden her, dort ist jeder Fußabdruck nachteilig. Wenn Sie laufen, ja, zerstört jeder Fußabdruck den Boden, weil eben der Boden, die Moose sterben ab und der Wind und das Wasser wäscht den Boden weg. Wenn Sie aber in Italien sind, bedeutet jeder Fußabdruck, dass das Wasser länger in der Wiese stehen bleibt. Also es geht darum, einen großen Fußabdruck zu schaffen, der aber ein Feuchtgebiet wird, nicht Schuldmanagement. Wir sagen in Deutschland Nachhaltigkeit. Ja, aber wenn ich Sie frage, wie geht es Ihnen so mit Ihrer Frau, was sagen Sie dann? Nachhaltig, sage ich herzliches Beileid. Ja. Ja, das ist ja gerade das Minimum. Also nicht sparen, verzichten, vermeiden. Jeder Abfall ist Nährstoff. Und es ist eine Lust, wenn Sie in Italien sehen, wie die Leute im hohen Bogen so eine Cola-Dose aus dem Auto rausschmeißen dazu, dann wissen Sie, das ist ein lustvoller Vorgang. Es ist eine Form von Revierverhalten. Ja. Sie können zeigen, ich war da, aber mit dem richtigen Design, bitteschön. Wir haben zum Beispiel eine Eiscreme-Verpackung entwickelt, die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit. Die können Sie wegschmeißen, wo Sie gehen und stehen. In 2 Stunden baut sie sich überall ab. Und sie enthält Samen von seltenen Pflanzen, sodass sie durch das Wegwerfen zur Artenvielfalt beitragen. Das heißt, wir sind nützlich, nicht weniger schädlich dabei. Es entstehen also 2 Kreisläufe. Nicht alles soll natürlich kompostierbar sein. Ein Fernseher oder eine Waschmaschine, die nutzen die ja nur, die verbrauchen sie nicht. Nur die Dinge, die verschleißen, wie Schuhsohlen, wie Bremsbeläge, wie Autoreifen, die müssen so sein, dass sie in biologische Systeme gehen. Die Dinge, die nur genutzt werden, gehen in technische Systeme. Aber heute reden wir nur über die biologischen Systeme. Ja, zum Beispiel der Sneaker. Ja, ganz direkte Werbung. Und zwar nicht für die Firma Puma per se, sondern dafür, dass sie jetzt diesem Unternehmen helfen, diese Produkte erfolgreich zu machen. Denn wir machen nicht die Dinge mehr frei von, ja? Also wenn ich Sie einlade und sage zum Essen, das ist frei von Hähnchen, dann hilft Ihnen das gar nichts. Ja? Nein, wir legen fest, was drin ist, positiv, also nicht wie Detox, nicht Giftiges drin, sondern alles, was drin ist, ist nützlich. Das sind die ersten Schuhe, mit denen Sie den Kavalierstadt an der Fußgängerampel hinlegen können und der Gummi in biologische Kreisläufe gehen kann. Ja? Alles davon ist kompostierbar. Davon. Und wenn es uns gelingt, gelingt es uns natürlich für Adidas, für Nike, für Hennes und Moritz und die ganze Textilindustrie mit. Und das ist die Hälfte aller Abwasserprobleme weltweit, die durch die Textilindustrie verursacht werden. Darum helfen Sie damit, fragen Sie bei den Leuten mal nach, hey Puma, seid ihr wirklich ernsthaft? Weil die haben jetzt schon 2-mal den Vorstandsvorsitzenden gewechselt und ich bin mir nicht so sicher, ob sie wirklich dabei bleiben. Also helfen Sie mir mal ein bisschen dabei. Aber es geht. Ja, das, was gerade dargestellt worden ist, es geht. Wir können die Dinge so machen, dass sie, wenn sie verschleißen, wenn sie kaputt gehen, können sie in biologische Kreisläufe. Technische Kreisläufe gibt es genauso. Es gibt hierfür ein direktes Rücknahmesystem. Das ist der erste ökologische Rucksack tatsächlich, der dafür gemacht ist, in Kreisläufe zurückzugehen. Auch das, also in jedem Laden kann man die Dinge zurückkriegen.
Wenn Sie auf das kommen, ja, erinnern Sie sich an die Windeln nochmal? Wenn, im Moment ist das Müll. Überall liegen diese Windeln rum, dazu in den Ländern, wo die Leute zu Geld kommen, da vorne auf den Deponien, aber auch sonst in der Landschaft. Ja. Wenn wir das, den Kunststoff ändern, sodass er in biologische Systeme gehen kann, wenn wir die Wasserspeicher ändern, drin, dass sie eben aus Zellulosebasis zurück können, dann können Sie mit einem Baby in Israel oder in Tunesien 150 Bäume pflanzen. Ja, allein wenn Sie diese Windel nehmen, sie zerkleinern, sterilisieren und das Pulver nehmen, um damit Bäume zu pflanzen. Damit ist das Baby kohlenstoffpositiv für das ganze Leben, schon von Anfang an. Also wir brauchen nicht klimaneutral sein, wir können klimapositiv sein. Es geht sozusagen um ein beneficial poop print, ja, sozusagen. Ja. Das können wir machen. Wir können alles nochmal neu erfinden. Ich habe dazu ein Institut gegründet. Inzwischen arbeiten dort ganz viele Leute mit und sie können alle sich engagieren. Es gibt extra einen Verein dazu, Cradle-to-Cradle-Verein, wo jeder mitmachen kann. Also nicht mehr sparen, verzichten, vermeiden, reduzieren, kein Schuldmanagement, sondern intelligente Verschwendung. Macht Sie das neugierig? Dankeschön.